240 Pferdestärken auf nicht mal einer Tonne Leergewicht. Der KTM X-Bo ist eigentlich für die Rennstrecke gedacht, doch auch hier im Lausitzpark macht er eine gute Figur. In der letzten Woche des Autosalons präsentiert der Lausitzring drei seiner ausgewählten Stücke. Hier kann man die Geschwindigkeit schon beim Ansehen spüren. Der Lausitzring trägt ja auch die Lausitz im Namen, also dachten wir, okay, dann passt das auch ganz gut. Warum nicht auch mal der Lausitzring mit schnellen Autos? Und ich denke mal, es haben ja viele schon wirklich Spaß. Und das Gute ist ja, dass man in dieser Woche wirklich mal selber fahren kann. Zwar nur die kleinen Autos, aber ich denke mal, es wird trotzdem viel, viel Spaß machen. Chef der kleinen Autos ist René Köhler. Im Lausitzpark zeigt er den Kindern die Besonderheiten einer solchen Bahn. Mit diesem Sport konnte er schon die ein oder andere Meisterschaft gewinnen. An seine erste Bahn erinnert er sich noch ganz genau. Rennbahn fahren, ja, seitdem ich ein Knirps bin. Mit 4 Jahren die erste Bahn bekommen, damals noch DDR-Bahn von Prevo mit Melkus-Fahrzeugen. Ja, und dann war das lange Ruhe, wo die Mädels noch interessant waren. Ja. Und jetzt, wo man, sage ich mal, Familie hat, dann ein eigenes Haus mit großem Dachboden, hat man sich mal wieder sowas zugelegt. Ja, und seitdem habe ich viele Spielkinder ab 30 bei mir zu Hause. Doch nicht nur die kleinen Rennwagen haben es ihm angetan. Er ist auch schon im echten Sportwagen Rennen gefahren. Für René immer wieder ein Erlebnis, denn hier kommen mehr Faktoren als bei der Kleinbahn dazu. Motorsport ist, ja, das Gehör, die Motorsounds, der Dreck unter die Fingernägel, alles das gehört dazu und ja, auch das Feeling, wenn man gewinnt. Ne? Ist schon genial, das bisschen mitzuerleben. Gewinnen kann man auch im kleinen Rennen auf der Carrera-Bahn. Die 20 besten Rundenzeiten bekommen DTM-Karten für den Lausitzring. Mit einigen Fahrzeugen kann man auf dem Lausitzring auch mitfahren. Bei den sogenannten Renntaxis kann man das volle Potenzial der Rennwagen selbst spüren. Das erwirtschaftete Geld beim Nesca-Auto kommt dabei noch krebskranken Kindern zugute. Also nicht nur ein tolles Erlebnis, sondern nebenbei auch eine gute Tat.